Was haben Sie jetzt überlegt? Würden Sie es weitermachen oder würden Sie was anderes entscheiden? Ja, ich werde bei Betrügern kein Geld einzahlen. So ein Arschloch wie du finden wir überall. Ja, ja, genau. Hallo meine lieben Freunde und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder rund 50 Minuten von einem Trading-Abzocker verplempert. Ich verstehe wirklich nicht, wieso diese Typen aber auch jedes Mal sich so extrem lange hinhalten lassen. Leider hat der Betrüger dem Anschein nach wieder über ein Dosentelefon telefoniert. Wahrscheinlich läuft das Geschäft gerade nicht so gut, dass das Geld eben nicht für ein anständiges Headset reicht. Auf jeden Fall haben wir ihm wieder jede Menge Zeit gestohlen. So wird das mit dem neuen Headset sicherlich erstmal nichts. Übrigens ist mir aufgefallen, dass eine der Seiten, bei denen ich auf einmal ungewollt angemeldet war, ich schaue dort ja immer wieder mal nach, nun nicht mehr existiert. Dem Anschein nach wurde hier vielleicht das Callcenter platt gemacht oder man hat sich dazu entschieden, das Projekt halt einzustampfen und irgendwas anderes zu machen. Zumindest ist jede Seite, die nicht mehr existiert, erstmal ein kleiner Teilerfolg. Ach, spreche ich mit Herrn Schneider? Ist am Apparat. Mario war am Apparat, melde mich von Quisk Market. Also haben schon mit unserem Kollegen vorher gesprochen und Sie haben Interesse an Bekundem gezeigt, Herr Schneider? Ja, Interesse schon, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Kollegen gesprochen habe. Keine Ahnung. Ja, Sie haben schon mit unserem Kollegen und dann haben Sie im Moment gesagt, melden Sie sich bitte bei mir später, weil Sie haben was zu tun gehabt. Ach so, ja, okay, genau, das stimmt. Okay, ich würde Ihnen kurz nachfragen, haben Sie schon Erfahrungen, Herr Schneider? Nee, bis jetzt noch gar nicht. Okay, deswegen sind wir da, Ihnen zu begleiten. Also ich bin eine Junior-Agent. Ja. Mit mir würden Sie ein Handelskonto aktivieren. Nach dem Handelsaccount, Sie bekommen einen Accounts-Manager. Ja, okay. Der Accounts-Manager würde Ihnen von Kauf bis Verkauf begleiten und würde immer Ihnen Neuigkeiten und Angebote Ihnen vorstellen, per Mail oder telefonisch. Ja. Also Sie wissen genau, 250 Euro ist mindestens Betrag, um ein Handelskonto zu aktivieren und Sie bekommen dazu 25% Bonus dazu. Oh ja, okay, das klingt ganz gut. Und wie viel Bonus gibt es maximal, wenn ich mehr einzahle? Ja, das ist Ihre Möglichkeit. Ja, und wie viel kann ich maximal einzahlen? Geht da auch mehr? Geht es auch 500. Sie können auch mit 500, 1000 Euro. Ja, dann nehmen wir 1000. Mit 1000 Euro? Okay. Benutzen Sie unter dieser Nummer WhatsApp. Also Sie haben, unter den Kollegen hat uns schon Ihnen geschrieben. Ne, WhatsApp habe ich nicht, nein. Haben Sie keine WhatsApp? Also Mail benutzen Sie? Ja, E-Mail, genau. Okay, Ihre E-Mail ist aktuelles E-Mail Gerold Becksteiner at mbccfound.de. Ja, genau. Okay. Wie würden Sie das einzahlen machen? Würden Sie das mit Kreditkarte oder mit einer normalen Überweisung? Mit Kreditkarte, denke ich mal. Mit Kreditkarte? Okay, einen Moment, ich würde jetzt Ihnen eine Mail senden. Einen Moment bitte. Benutzen Sie auch kein Viber zum Beispiel? Was benutze ich? Viber? Wissen Sie, was Viber ist? Nee, kenne ich gar nicht. Okay, warten Sie mal, ich sende Ihnen, schreibe ich Ihnen hier eine Hallo und sende ich Ihnen einen Link. Einen Moment mal. Ich sende Ihnen jetzt ein Mail. Einen Moment kurz, bleiben Sie kurz dran. Dann haben Sie vor. Und wenn Sie zum Beispiel, Sie wollen jetzt mit 1000 Euro anfangen, ne? Ja. Sie bekommen dazu 100% Bonus. Okay. Das heißt, Ihres Kapital wird verdoppelt. Und würden wir Ihnen dann einen Tag mit unserem Accounts Manager Termin verhalten. Ah ja, okay. Wann Ihnen am besten passt. Wann würden Sie zum Beispiel erreichbar am meisten? Ich bin eigentlich den ganzen Tag erreichbar. Ganze Tag? Ja. Okay, dann würden wir Ihnen jetzt Zeit erreichen. Einen Moment kurz, ich sende Ihnen jetzt den Link.
Und dann haben Sie den Link vor. Da müssen Sie mir einfach sagen, was Sie vorsehen, dass ich Ihnen helfen kann. Okay. Sind Sie jetzt gut zu Hause? Ja, ich bin oder zu Hause. Okay, benutzen Sie Laptop oder ein PC zu Hause? Ich habe einen ganz normalen PC. Eine PC. Also auf Ihrem PC, glaube ich, benutzen Sie ein Anydesk, dass ich Ihnen am leichter helfen kann. Das habe ich nicht auf dem Rechner drauf, nee. Oh, können Sie bitte herunterladen, Beispiel? Nee. Können Sie nicht, okay. Ich würde Ihnen jetzt das Link senden. Mhm. Und dann würden Sie einfach immer sagen, was Sie vorsehen. Ja. Einen Moment. Also schauen Sie mal jetzt kurz, ich habe Ihnen den Link gesendet. Wollen Sie, dann mache ich mein Postfach mal eben auf. Also Sie haben von unseren Kollegen bekommen, stephanie.erst@quizmark.group. Ist noch nichts da. Also, von Coinsoft sagten Sie. Also schauen Sie mal, Sie haben von Stephanie Ernst einen Link bekommen. Hallo, Herr Steiner. Nee, ne? Das habe ich jetzt und noch da, nicht da. Wie heißt schauen Sie mal. Wie heißt Ihre Webseite? Coinsoft oder wie? Schauen Sie mal. Schreiben Sie www.cryptopay. Warten Sie. www. Ja. Schauen Sie mal bei Spam haben Sie, glaube ich, schon bekommen. Schauen Sie mal kurz. Warten Sie, gucke ich da auch nochmal rein. Normalerweise muss ich sie schon bekommen, von Stephanie Ernst. Ja, bei mir dauert das manchmal ein bisschen länger. Okay, dann gehen Sie googeln Sie bitte. Ah ja, jetzt habe ich was bekommen hier. Stephanie okay. Ernst und als Betrefflink. Ja. Genau. Ja, auf den Betrefflink einfach draufklicken. Und Sie heißen Stephanie? Stephanie Ernst ist unsere Kollegin, wo Sie mit Sie vorher gesprochen haben. Ach so. Ja, genau. Jetzt habe ich ja Crypto Pay In. Was ist das? Ja. Das ist unsere Plattform, wo einfach müssen Sie einfach Name, Vorname ausfüllen, ne? Ja. Wegen den Sicherheit unserer Kunde. Was sehen Sie jetzt vor? Ja, da ist so ein gelber Ball oben in der Ecke. Ja. Crypto Pay In. Ja. Also Sie wollten einfach mit einer Kreditkarte bezahlen, ne? Genau, ja. Okay. Dann Name, Vorname, Geburtsdatum. Dann E-Mail-Adresse, Ihre Mobilnummer. Stadt. Zip-Code, also der Postleitzahl. Und so weiter. Differenzkurrency, wissen Sie genau, ist es Währung? Sie wählen auf Euro? Ja, ich fülle hier gerade noch alles aus. Okay, machen Sie das langsam. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie einfach Bescheid, ich bin dran und ich helfe Ihnen weiter. Okay. So. Ja, jetzt die Adresse. Ja, ja genau. Und jetzt habe ich Submit gedrückt. Haben Sie ausgedrückt? Das Submit habe ich gedrückt, ja. Okay, was sehen Sie jetzt vor? Jetzt sehe ich hier Login. Login? Okay, klicken Sie auf Login. Ja, wie ist denn da das Passwort? Also geben Sie Ihr Passwort ein. Ja, wie ist das Passwort? Das ist egal, was für ein Passwort. Sie müssen das stimmen, Ihr Passwort. Achso, soll ich jetzt hier irgendeins reinschreiben? Ja, insgesamt 8 Zeichen sind insgesamt. Eine große Buchstabe Beispiel. Ein Zahl, ein Symbol und 5 kleine Buchstaben. Insgesamt müssen sie 8 sein. Irgendwie geht das nicht.
Wie geht das denn? Ne, da kommt man nicht weiter. Da kann ich eingeben, was ich will, das geht nicht. Warten Sie mal, gehen Sie wieder auf den Link, klicken Sie wieder, gehen Sie einen Schritt zurück, bitte. Und klicken Sie wieder auf den Link. Ja, dann mache ich die Seite nochmal zu. Ja, gehen Sie wieder auf den Link. Jetzt muss ich nochmal alles eingeben. Ja, geben Sie Namen, Vornamen, Geburtstag. Und bitte machen Sie das langsam, müssen Sie nicht schneller machen. Wir haben genug Zeit, Ihnen zu helfen. Mhm. So, Geburtsdatum. So. Okay, füllen Sie einfach alles langsam. E-Mail-Adresse. So, dann die Telefonnummer. Ja, die Telefonnummer. Und Sie gehen immer einen Schritt nach runter. Ich muss erstmal von der Vorwahl Deutschland rausfinden. Ah, genau. Ja, Vorwahl von Deutschland, ja. 4-9. Mhm. So, dann das Land. Land Deutschland. Dann haben wir das Bundesland, Stadt, Straße. So, Postleitzahl. So, und jetzt wieder weiter, ne? Gehen Sie Submit ganz runter. Ja. Klicken Sie einfach Submit. Ja. Und dann würde Sie mal einen Schritt vorgehen. So, und jetzt steht meine E-Mail-Adresse schon drin und jetzt muss ich ein Passwort eingeben. Okay. Jetzt geben Sie eine Passwort, eine große Buchstabe. Zumerst. Das sind insgesamt 8 Zeichen. Ja, genau, habe ich. Und wenn ich dann auf Login drücke, dann komme ich nicht weiter. Dann kommt da nichts. Was sehen Sie vor? Ja, immer noch die Login-Seite. Okay. Schauen Sie, wohin Passwort vergessen? Ja. Draufklicken? Ja. Okay, was sehen Sie jetzt weiter? Jetzt soll ich meine E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und dann bekommen Sie automatisch Verifizierungscode dabei. Mhm. Oder Sie bekommen eine Nachricht wegen Ihrem Passwort vergessen. Also um das nochmal klarzustellen, ich registriere mich jetzt hier gerade auf der Webseite und gebe meine Daten ein und soll dann ein Passwort eingeben. Mhm. Ich bin aber auf einer Login-Seite die ganze Zeit. Das heißt, ich melde mich dort an und kriege nicht mal irgendwie gesagt, dass ich ein Passwort per E-Mail zugeschickt bekommen habe und keins selbst vergeben habe bzw. kann. Und scheinbar scheint das der Betrüger am anderen Ende gar nicht so richtig zu kapieren. Also ich weiß nicht, wie kaputt deren Webseiten teilweise manchmal sind. Die bestehen halt größtenteils auch oftmals nur aus Programmierfehlern. Okay. So, dann warte ich jetzt auf die E-Mail. Ja, schauen Sie mal kurz. Noch ist keine da. Okay, schauen Sie mal, ich würde Ihnen wieder noch einen Link senden. Ja. Warten Sie mal, es ist am leichter. Vielleicht ist es für Ihnen ein bisschen komisch. Warten Sie mal kurz, es ist leichter mit Mumpel zum Arbeiten, es ist unsere Wechselstube. Mhm. Sende ich Ihnen wieder noch einen Link. Ja, und jetzt werde ich wieder zu MoonPay weitergeschubst, wo ich mein Geld quasi ins Nichts schmeißen darf. Schauen Sie mal kurz. Ja. Jetzt habe ich hier irgendwas. MoonPay? Click to activate your account. Steht jetzt hier. Haben Sie Ihre E-Mail geöffnet? Ja, habe ich auf, ja. Hm. Okay, schauen Sie mal, Sie haben wieder von Stephanie Ernst noch einen Link bekommen. Der ist noch nicht da. Schauen Sie wieder bei Spam. Ja, ist noch nichts drin. Ja, und das mit dem anderen Namen ist auch wieder so eine Sache, die euch in einem anständigen deutschen Callcenter oder bei eurer Bank nicht passieren würde, dass die Bankmitarbeiterin oder der Bankmitarbeiter über eine andere E-Mail-Adresse aus dem Unternehmen euch irgendwas schickt. Normalerweise ist es so, dass die Accounts der verschiedenen Mitarbeiter eigene Passwörter haben
und ja auch vor anderen Mitarbeitern quasi verschlüsselt sind. Das heißt, wenn Henriette Meier irgendwas an mich schreibt, kann das der Klaus Dieter nicht sehen. Das hat auch einfach rechtliche Hintergründe, dass die Mitarbeiter ja nichts mit Kunden zu tun haben und da auch überhaupt nichts dran zu suchen haben. Man könnte ja als Mitarbeiter auch irgendwelchen Scheiß mit anderen Mitarbeitern machen. Und schon alleine das ist schon gegen das Datenschutzgesetz schon wieder. Na, also der Mitarbeiter, der schickt mir die ganze Zeit von einer anderen E-Mail-Adresse E-Mails, was mir sagt, der hat sich halt nur an ihren Platz gerade gesetzt, weil sie, keine Ahnung, Pause hatte oder das gerade nicht anders ging oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das auch schon wieder ein Anzeichen für ein unseriöses Callcenter, dass ihr E-Mails von einem Mitarbeiter geschickt bekommt und der Name aus der E-Mail ist ein ganz anderer. Warte, ich sende dir nochmal. Vielleicht dauert ein bisschen. Mhm. Also vorher hat auch ein bisschen gedauert. Wir warten kurz. Es ist am Leister. Was haben Sie von den anderen Mail bekommen? Von der CryptoPay? Hier steht irgendwas, dass ich was aktivieren soll. Okay. Aber keine Ahnung, was das für eine Seite ist. Also CryptoPay. CryptoPay ist der gleiche wie Mumpe. Die einfach unseren Kunden bezahlen. Ach so, okay. Beispiel mit Kreditkarte. Hm. Weil sie wollten einfach mit Kreditkarte. Mumpe ist mit zwei verschiedenen Einzahlungen. Beispiel mit einer Überweisung und mit einer Kreditkarte. Mhm. Dann gehe ich da mal aber drauf. Ich würde ich habe jetzt den Link bekommen von Ihnen. Der ist jetzt angekommen. Hm? Haben Sie bekommen? Okay, sehr gut. Ja, genau. Hm? Habe ich jetzt auf die Seite, ja? Okay. Und dann? Und dann bekommen Sie, dann gehen Sie fortfahren. Ja. Aber passen Sie auf, Sie haben zwei verschiedene Währungen. Beispiel Euro und US-Dollar, ne? Sie müssen Euro wählen? Ja, Euro habe ich da jetzt drin stehen. Hm? Okay, geben Sie den Betrag 1000 Euro, die Sie wollten. Ja. Und jetzt gehen Sie fortfahren. Ja, und hier haben wir einen ehrlichen Betrüger, der nicht noch mit irgendwelchen Aufrundungen kommt. Wenn ihr euch erinnert, in den anderen MoonPay-Geschichten, die wir bis jetzt drangenommen hatten, sollte ich ja meistens auf US-Dollar klicken und dann noch den Kurs berücksichtigen. Und so wurden dann zum Beispiel aus 500 Dollar, die ich dort eintragen sollte, beziehungsweise 500 Euro hatte ich vor, sollte ich dann immer 600 Dollar eintragen. Da hat der Betrüger dann natürlich noch ein paar Euro mit Plus gemacht. Und dieser Betrüger hier meint, ich soll auf Euro stellen und dann trage ich auch genau die Zahl ein, die ich eben eintragen will. Das heißt eben die 1000 Euro und nicht beispielsweise wieder 1500 Dollar oder irgendein Quatsch, den ich dann wieder aufrunden soll. Das geht natürlich bei der MoonPay-Seite auch, dass ich sie halt einfach auf Euro stelle und dann auch in der Währung einzahle, wie ich gerne möchte. Und dann brauche ich keine Kurse berücksichtigen, weil das die MoonPay-Seite dann automatisch tut. Und zwar richtig berechnet und nicht irgendeinen Scheiß einträgt. Und Sie bekommen dazu sofort eine Wallet-Adresse, die Sie eingeben müssen? Ja. Warten Sie mal jetzt kurz, ich würde jetzt Ihnen kurz das senden. Okay. Eine Sekunde bitte. Ja. Also haben Sie 1000 Euro ausgewählt? Ja, habe ich reingeschrieben, ja. Hm. Okay. Warten Sie mal ganz kurz, ich gehe da mal ganz kurz dran. Okay. Ja, hallo. Ja. Das geht, ja. Ja, könnten Sie mich da nochmal in einer halben Stunde anrufen? Ich habe gerade noch jemanden auf der anderen Leitung. Ja, genau. Alles klar, danke. Ja, und da haben wir wieder einen von den Betrügern, die hier alle zeitgleich anrufen. Wie gesagt, in den nächsten Calls verschwindet das Anklopfen. Ich habe da weitergeleitet auf den Anrufbeantworter. Und ich habe auch festgestellt, dass da auch sogar ein paar Leute drauf quatschen. Können wir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge draus machen. So, jetzt bin ich wieder dran, ja?
Ich sende Ihnen jetzt gleich eine E-Wallet-Nummer und sende ich Ihnen kurz noch einen Sicherheitscode dabei, wegen der Sicherheit. Ja. Und dann würden wir es weiter auch den Termin verlassen mit unserem Broker, wann Ihnen am besten passt. Okay. Wir warten jetzt kurz, es dauert eine Sekunde. Ich habe jetzt von Ihnen nochmal einen Link bekommen. Ja, das haben wir zweimal Ihnen gesendet, weil ich zu spät gekommen. Ach den so. Mail, den Link. Okay. Ein Moment, kurz. Dabei, der E-Wallet kommt jetzt von direkt von der Plattform, sobald Sie reinkommen auf uns. Und dann bekommen wir von der zentralen Bank den E-Wallet-Adresse wegen dem Sicherheit unserer Kunden. Es kommt nicht. Also Sie haben gesagt, Sie haben keine Erfahrungen bis jetzt. Haben Sie bis jetzt nie gehandelt? Nee, bis jetzt noch gar nicht. Okay. Also deswegen habe ich Ihnen gesagt, es bestes mit einem Accounts Manager. Der Accounts Manager wird Ihnen neue Positionen geöffnet, Positionen gestrichen. Zum Beispiel, wenn Sie Gewinn haben, würden Sie immer automatische Anruf bekommen oder am Beispiel, Sie bekommen ein Mail. Und würde uns am besten passen, wenn Sie immer vielleicht erreichbar sind und unseren Accounts Manager würde Ihnen am besten erklären, wie man Online-Trading wird geöffnet und wann wird die Positionen geöffnet. Sie würden aktiv kurz und so würden Sie auch mehr Erfahrungen sammeln. Okay. Weil was an unseren Accounts Manager am besten passt, ist es immer, wenn Sie kurz aktiv sind und so mehr Erfahrungen würden Sie bekommen. Jetzt gleich senden Sie den E-Wallet-Nummer und würde ich Ihnen per Mail senden. Dann müssen Sie einfach den E-Wallet eingeben und dann würden Sie mal einen Schritt vor. Okay, was sehen Sie kurz vor jetzt momentan? Jetzt im Moment habe ich ja die Seite auf, wo ich die Adresse eingeben soll, also diese oh. Wallet-Adresse. Okay. Jetzt würde ich Ihnen senden, mal warten. Aber es ging wegen der Sicherheit, es kommt der E-Wallet-Adresse kommt von Finanzabteilung von der Bank, wo die einfach die Regel wird geregelt von denen. Die ganze Zeit immer dieses Sicherheitsblabla von dem Typen. Geht schon ein wenig auf den Keks. Aber tja, so will er wahrscheinlich Vertrauen ja, irgendwie aufbauen. Und was mir ja auch besonders auffällt, er erzählt auch ziemlich viel gegenüber den anderen Betrügern. Oftmals hat man bei den anderen Betrügern sogar bis zu 5, 6, 7 Minuten, wo die gar nichts sagen und einen einfach irgendwie in der Leitung hängen lassen und nicht mal Wartemusik läuft, sondern die einfach nur ihr Mikrofon gestummt haben. Und ja, der Typ, der füllt die Pausen hier schon mal ganz gut. Es kommt mir auf jeden Fall zugute, dass ich nicht ganz so viel rauscutten muss und ihr nicht ständig irgendwelche langen Leerlaufzeiten drin habt. Haben Sie kurz Zeit, ne? Ja, ich hab Zeit. Okay. Tja, wenn der wüsste, wie viel Zeit ich mir für den nehme. Oftmals sagen die Betrüger ja auch, nehmen Sie sich Zeit und ich habe Zeit. Das ist aber natürlich alles nicht richtig. Das sagen die natürlich nur, um den Kunden nicht zu hetzen und in seiner Geschwindigkeit das irgendwie fertig zu bringen. Es würde ja auch sonst den Anschein des Drängelns irgendwie erwecken. Und das wollen die natürlich nicht, weil die wollen ja letztendlich an eure Kohle. Also muss man Vertrauen aufbauen. Und gerade ältere Menschen, die brauchen sicherlich auch öfters mal ein bisschen Zeit. Weil, ja, letztendlich, damit kennt sich ja keine Sau aus, was hier passiert. Und viele nehmen sich dann die Zeit, machen das auch alles ganz in Ruhe, was der Betrüger sagt, und deswegen fuschen die einen da nicht dazwischen. Ne? Also sie wollen halt einfach nur an euer Geld und einen fertigen Abschluss, dass die möglichst sicher an die Kohle rankommen. Und wenn man hier berücksichtigt, dass man hier 250, 500 oder vielleicht sogar 1000 oder sogar viel, viel mehr Geld einzahlt, dann ist das natürlich extremst lukrativ, dieses Geschäft. Man muss hier einfach nur irgendeinen Typen finden am Telefon oder irgendeine Person, die ihm da Geld einzahlt
Und das rechnet sich schon, weil letztendlich ist damit wahrscheinlich schon ein ganzes Wochengehalt von dem Betrüger bezahlt. Na, also die müssen gar nicht so viele Menschen am Telefon letztendlich betrügen, weil das Geld, was man dort einzahlt, zahlt man ja direkt in voller Summe auf deren Konto ein. Und ihr bekommt dafür keine Gegenleistung. Und dementsprechend hat so ein Betrüger natürlich auch keine Ausgaben. Also jetzt bekommen Sie den E-Wallet-Adresse. Da müssen Sie einfach nur eingeben und würden Sie einfach einen Schritt vorgehen. Mhm. Schauen Sie mal, Sie haben von Stefanie wieder ein Mail bekommen. Schau mal. Da ist aktuell noch nichts da. Okay, mal kurz, wenn wir kurz warten. Hm. Ein paar Sekunden dauert. Ja, jetzt habe ich hier so eine Nummer mit 3NTZ, irgendwas. Nee, da sind Werbungen. Einfach normalerweise, die Werbungen dürfen wir ja einfach nicht mal auch akzeptieren. Müssen Sie kurz auch aufpassen, es ist Beispiel Virus, wo einfach es rein auf Ihren PC kommt. Und wird es wieder PC, wissen Sie genau, es wird auch langsam gearbeitet. Ja, aber das ist ja hier wieder von Stefanie. Ja. Und da steht so eine Nummer mit 3NTZA. Ja, irgendwas. Müssen Sie einfach das ganze Adresse kopieren? Ach so, ja. Hm. Ja, und hier bekommt man wieder einmal mit, die hören einem auch nicht mal richtig zu, wenn man überhaupt irgendwas sagt. Ich habe bereits seine Nummer zweimal vorgelesen. Das erste Mal wollte er mir wahrscheinlich, so wie es geklungen hat, mir sagen, dass das Spam ist. Und danach draufgeben und müssen Sie einfach immer einen Schritt vorgehen. So. So, jetzt steht hier, also ich habe die Nummer eingegeben auf der Moonpay-Seite, okay. Und da steht jetzt so ein roter Hinweis. Schickst du Kryptowährungen an jemanden anders? Fragezeichen. Ja. Und dann steht da, vergewissere dich, dass du kein Krypto an irgendeine Art von Investitionsbetrug schickst. Ja, davon habe ich euch ja bereits in den vergangenen Videos erzählt. Diese Nachricht steht da wirklich auf der Webseite. Und ich habe auch festgestellt, dass das nicht immer kommt. Also die Website Moonpay scheint wohl diese Krypto-Wallets irgendwie zu speichern, dass die ja regelmäßig und sehr, sehr häufig benutzt werden und schließen eben auch darauf, dass das schon zu irgendwelchen Betrugskonten gehören könnte, weil da eben sehr, sehr viel Geld eingeht oder eben auch sehr, sehr viel oder sehr oft diese Nummer reinkopiert wird. Und dementsprechend sichert sich Moonpay hier auch ab und schreibt eben diese Nachricht, dass man hier auch kein Geld bei Investitionsbetrug einzahlt. Und genau das haben wir ja jetzt hier gerade. Nee, das müssen Sie einfach keine Sorge. Das ist wegen der Sicherheit unserer Kunden. Würde es immer so geschrieben, aber Sie würden über unsere Plattform einfach jemand anderen gesendet, weil es wird schon ein paar Mal so passiert, viele unserer Kunden einfach durch jemand unseren Plattform Geld sind gesendet. Mhm. Dann sind viele Kunden über unsere Plattform wiedergekommen und waren ein bisschen kurz enttäuscht gewesen. Deswegen habe ich Ihnen am besten erklärt, um Ihnen leichter das zu sein. Müssen Sie einfach keine Sorge dazu machen. Sind wir da, sind wir erreichbar, jederzeit können Sie uns erreichen. Müssen Sie einfach keine Sorge dazu machen. Ja, und dass sie jederzeit zu erreichen sind, ist auch gelogen. Denn die Telefonnummer, mit der mich der Kollege hier anruft, ist wie immer eine gespoofte Rufnummer, also eine Rufnummer, die man nicht zurückrufen kann. Es wird einfach eine falsche Nummer im Display angezeigt, die überhaupt nicht existiert. Dazu kommt noch, dass die Rufnummern, die auf der Webseite von denen hinterlegt sind, ebenso auch nicht existieren. Das heißt, ich kann da die Nummer von der Webseite eintippen und es kommt einfach nichts. Es wird mir einfach nur gesagt, dass die Rufnummer nicht existiert. So viel zum Thema Sicherheit. Die meisten werden es aber einfach auch gar nicht probieren und demzufolge macht man eben einfach hier auf Dummfang. Ne? Also
wer prüft schon alles ganz genau nach, wenn man irgendwo einen Vertrag eingeht? Na, also es ist ja auch schon bei eurer Bank. Geht ihr auf eure Bankwebseite und guckt, ob die Telefonnummern funktionieren? Das macht man nur im Notfall, wenn man die wirklich mal braucht. Aber ansonsten nicht. Und wenn die Betrüger hier oder man als Kunde eben diesen Notfall hat und merkt, hier stimmt was nicht und will da anrufen, ja, dann sind die halt einfach weg und nicht mehr erreichbar. Und das ist denen ja auch egal, weil die wollen ja auch gar nicht erreichbar sein. So, jetzt soll ich hier meine E-Mail-Adresse eingeben wieder. Ja, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und dann bekommen Sie einen Verifizierungscode dabei. So, habe ich eingegeben, ja. So, ja, haben Sie eingegeben? Ja, ja. Jetzt kriege ich bestimmt wieder so eine E-Mail hier mit einer Nummer. Ja, Verifizierungscode heißt. Ja, E-Mail dauert ja wieder ein bisschen. Ja, wir warten kurz, ist ja kein Problem. Ja, dann hole ich mir mal einen neuen Kaffee. Ja, holen Sie Ihre Kaffee in Ruhe. Es dauert auch nicht so lange, normalerweise kommt es schneller. Ja, der Computer ist noch ein bisschen älter. Ja, normalerweise geht es schneller, aber wenn man ein bisschen kurz den Computer ist, es geht einfach kurz, ist er langsam. Aber egal, wir warten. Ist ja kein Problem, deswegen sind wir da, einfach unsere Kunden zu begleiten. Genau, deswegen sind sie da, um die Kunden zu begleiten. Der einzige Grund, warum die da sind, ist, die Kunden zu bescheißen und zu betrügen und zu belügen. Mehr ist das Ganze auch nicht. Deswegen nimmt man sich halt eben auch so viel Zeit, weil gerade jetzt denkt der, ich bin so blöd und versuche da die ganze Zeit mein Geld einzuzahlen. Und dementsprechend kann man dann natürlich auch warten. Also immer schauen, die Post kann zum Beispiel, es kann sein, auch Spam kommt. Ja, gucken wir gleich nochmal. So. Jetzt bekommen Sie auf Mumpe. Ich guck gerade mal, eine neue E-Mail habe ich, aber hier steht jetzt irgendwas von Ben FX, irgendwie sowas. Nee. Schauen Sie mal, aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Aktualisieren. Sie bekommen ja auf Mumpe. Nee, davon ist noch nichts da. Okay, schauen Sie mal, Spam oder wir warten kurz noch. Weil normalerweise bekommen Sie sechsstellige Nummer. Ja. Und das kommt direkt vom Mumpe. Von der Plattform. Ja. Ist noch nicht da. Normalerweise kommt schneller. Normalerweise nicht mal 60 Sekunden, Sie bekommen sofort Mail. Ja, bei mir dauert es ja immer ziemlich lange. Oder aktualisieren Sie nochmal Ihre E-Mail-Adresse? Nee, ist noch nichts da. Gehen Sie wieder einen Schritt zurück und dann geben Sie wieder Ihre E-Mail-Adresse. Also nochmal eingeben jetzt auf der MoonPay-Seite. Ja. Okay, dann nochmal zurück und dann die E-Mail-Adresse nochmal eingeben. Ja. Okay. Ja, und hier machen sich das die Betrüger immer wieder selbst sehr, sehr schwer, weil der erste Code, der ist noch in der Pipeline und der kommt natürlich auch als erstes. Und wenn ich den dann eingebe, dann ist der Code natürlich falsch, weil ich habe ja nochmal so eine Transaktion gestartet. Und da dauert die E-Mail ja natürlich wieder ein bisschen. Und dementsprechend gebe ich jedes Mal den alten Code ein und es dauert dadurch einfach nur viel länger, weil der erste Code dann natürlich dadurch automatisch abgelaufen ist und nicht mehr zur neuen Transaktion passt. Normalerweise geht es schneller, ich verstehe das nicht. Normalerweise nicht mal 60 Sekunden bekommt jeder Kunde mehr. Mit 60-stelliger Verifizierungscode, dann würden sie einfach durchgeben und bekommen sie sofort. So,
E-Mail habe ich jetzt nochmal eingegeben. Jetzt steht hier, dass ich wieder so einen Code zugeschickt bekomme. Ja. Und die müssen Sie schon bekommen, oder? Sie bekommen schon mal auf Postgang oder bekommen Sie automatisch auf Ihre Spam. Ja. Das sind zwei Möglichkeiten einfach. Normalerweise, das muss es normal nicht weitergehen, weil müssen Sie einfach mit dem Code bestätigen, dass Sie das bestätigt haben in über 60 Sekunden. So, jetzt habe ich hier von MoonPay so eine Nachricht bekommen. Okay, öffnen Sie bitte. Ja, da steht jetzt so eine Nummer drin. Ja, kopieren Sie einfach die 6-stellige Nummer. Mhm. Dann müssen Sie einfach draufgeben und machen Sie wieder einen Schritt vor. So. Na. So, dann gebe ich jetzt die Nummer ein. Ja. So, zustimmen und genau, dann kann ich hier weiter. Aber jetzt steht hier leider, hast du einen ungültigen Code eingegeben. Normalerweise muss es normal nicht sein. Ja, vielleicht ist das der erste Code von der ersten E-Mail. Ich habe ja jetzt ja, nochmal. Okay, schauen Sie mal, haben Sie noch einen Code bekommen, ein E-Mail? Ne, ist bis jetzt nur der eine da. Ja, und im Hintergrund haben wir wieder dieses tolle Klatschen, dass Sie wieder irgendjemanden erfolgreich beschissen haben. In diesem Fall sogar noch mit einer Klingel dazu am Anfang. Und ja, sofort applaudieren alle im Hintergrund. Also, weiß ich nicht. Also was das jedes Mal soll, das macht man sich doch komplett selbst mit unseriös. Dass da jedes Mal im Hintergrund eine fette Party steigt. Warten Sie dann kurz. Mhm. Ist ja kein Problem. Warten Sie mal kurz. Mhm. Normalerweise geht es schneller. Also wie gesagt, nicht mal 60 Sekunden bekommt jeder Kunde Mail. Damit die 6-stellige Nummer einfach wird es. Es gibt zwei Quadraten, haben Sie schon gesehen. Zwei Quadraten müssen Sie einfach zustimmen. Ne? Ja, ja, genau. Und dann würde es fortfahren gehen. Ja. Ja, bei mir dauert es ja manchmal ein paar Minuten, bis die E-Mails ankommen. Es ist ja kein Problem, wir warten kurz. Mhm. Sie können gerne auch was nachfragen, wenn Sie, was Ihnen interessiert am besten ist, was wollen Sie mehr hören, beispielsweise. Tja. Machen Sie denn Ihre Arbeit gerne? Wir arbeiten immer unsere Arbeit gerne. Okay. Das ist unser Job. Also wir wollen einfach jeder unsere Kunde, wo in unserem Bereich kommt, einfach denen helfen und ihnen begleiten. Beispiel ihnen den Weg zu zeigen. Also Sie wissen genau, Risikomanagement in Online-Trading gibt's. Das wissen Sie schon. Ne? Mhm. Weil wir wollen einfach nicht mal Ihnen jetzt erklären, wir würden hier mit 1000 Euro, 100.000 Euro in einem Monat oder in einer Woche das machen. Mhm. Also wir können sowas Sachen nicht machen. Wir sind keine einfach die Leute, die einfach sehr viel versprochen und am Ende gibt es nicht und die Kunden sind enttäuscht. Mhm. Ne? Das möchten wir nicht machen. Okay. Ja, hier versucht der Betrüger wieder Vertrauen zu erwecken. Weil letztendlich sind sie ja genau die, über die er gerade spricht. Man zahlt Geld ein und hat dann auch nichts davon. Na, also das ist einfach wieder nur eine Taktik, dass hier wirklich noch eine Geldeinzahlung stattfindet. Und auch, dass ob ich noch Fragen hätte. Ich meine, die meisten Fragen, ihr kennt sie ja aus den anderen Videos von den anderen Callcenter-Terroristen oder Scambaitern, dass wenn man was nachfragt, da sowieso nichts Sinnvolles dabei rauskommt. Ich bin da momentan leider noch nicht ganz so spontan in den Nachfragen, aber ich denke mal, es wird so Stück für Stück ein bisschen besser. Und wir sind eine professionelle Firma, wo einfach die Kunden unterdrücken, etwas zu machen. Wenn die sagen, wir haben kein Interesse, dann haben sie kein Interesse. Also ich kann ihnen nicht einfach bitten, um was zu machen, wenn sie das nicht möchten, ne? Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich nur vollkommen logisch, dass er nichts machen kann, was ich nicht möchte. Sobald ich nicht einzahle, zahle ich halt nicht ein. Und da können sie eh nichts dran ändern. Also das ist eigentlich komplett
Blödsinn, was er hier schon wieder erzählt, dass das Vertrauen erwecken soll. Ich verstehe nicht, wie man sowas als Argument nehmen kann. Wenn ich nicht will, dann will ich halt nicht. Weil, Beispiel, wir sind keine kleines Kinder, wo einfach ihnen kann was sagen, machen Sie das bitte, oder soll ich Ihnen jetzt eine Schokolade, und egal, Sie würden das machen, ne? Sie sind genug erwachsen, und was zum Überlegen, ne? Genau. Und deswegen habe ich Ihnen gesagt, wir sind eine professionelle Firma, wann Ihnen am besten Spaß, welche Termine Ihnen am besten Spaß mit unserem Accountsmanager, er würde Ihnen das weiter begleiten. Und verdient man da ganz gut? In diesem Job, wo ich jetzt momentan arbeite, also wie gesagt, mit 1000 Euro können Sie schon ein gutes Kapital erhalten. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, ich gebe Ihnen den 100% Bonus und Sie erhalten verdoppelte Geld. Ich meine, ob man bei Ihnen in der Firma gutes Geld verdient, so als Mitarbeiter. Also wir verdienen unseres normales Lohn, also wie jeder unserer Kunde. Also eins sollte schon mal klar sein. Wenn man hier so viel Profite machen könnte, wie die Betrüger einem hier immer versprechen, dann frage ich mich, warum man da überhaupt noch arbeitet und Kunden anruft. Weil eins ist schon mal klar. Wenn ich mit irgendeinem Konzept wirklich richtig gutes Geld verdienen könnte, dann gehe ich damit doch nicht hausieren und lade noch tausende andere Leute ein und verdiene da nur 2% dran. Dann mache ich doch das ganze Geschäft einfach komplett selbst und investiere da mein Geld und hole selbst die Kohle raus. Von daher ist das sowieso alles schon von vornherein Quatsch, was die hier machen. Na, also wer kommt und schenkt einem quasi eine tolle Idee, wo man super viel Geld verdienen kann? Das ist doch einfach nur kompletter Bullshit. Schauen Sie bitte kurz auf Ihre E-Mail-Adresse, haben Sie mitbekommen? Ja genau, jetzt habe ich hier von Moonpay nochmal so einen Code. Okay. So. Dann kopiere ich den nochmal. Dann auf Ihrer linken Seite haben Sie wieder 2 Quadrate, müssen Sie einfach nur bestätigen. Genau, so. Jetzt steht hier, der Code ist leider abgelaufen. Nein, es kann sowas nicht sein, zum Beispiel. Vielleicht hat es das zu lange gedauert? Können Sie bitte die 6-stellige Nummer von Ihrer Kreditkarte und sagen, es ist am besten, am leichter, das zu machen. Ja, das kann ich machen. Okay, können Sie bitte die 6-stellige Nummer sagen? Wie lauten die? Ja, warten Sie, ich schau mal nach. Ja, und da kommt wieder die Stelle, wo man das dann selbst machen will. Wenn der Kunde zu blöd ist, dann kann man halt seine Kreditkartennummer auch am Telefon einfach durchgeben und ja, dann geben die das für einen ein und mal registrieren einen dann dort bei Moonpay, um dann doch noch irgendwie an das Geld zu kommen, wenn es der Kunde halt nicht alleine schafft. Und das ist natürlich auch absolut unseriös und auch illegal, dass die mich auf einer fremden Webseite einfach registrieren mit meinen Bankdaten. Okay. So, das ist dann die 601. 6? 01. Also 6 bei einer Kreditkarte. Was für eine Kreditkarte ist das? Das ist eine Discover-Karte. Nochmal? Die Zahl? Ich würde Ihnen nochmal fragen, weil normalerweise eine Kreditkarte lautet mit Nummer 5. Oder eine Visa-Karte lautet mit Nummer 4. Ne, die Karte, die heißt Discover. Ja, genau so sieht's aus. Es ist eine Discover-Karte. Außerdem gibt's ja auch noch eine Amex-Karte. Dementsprechend beginnen die Karten nicht nur mit 4 und 5. Allerdings, die 4 und 5 sind für die Mastercard und für die Visa-Card. Und das sind die einzigsten Karten, die eben mit Betrugsfällen auch so einfach funktionieren. Bei einer Amex-Karte kann es zum Beispiel dauern, dass das Unternehmen, was dahinter steckt, die Auszahlung auch eine Weile zurückhalten. Ich kenne das selbst aus dem Geschäftsbereich. Wenn ein Kunde mit einer Amex-Karte bezahlt, dann kann das teilweise, also es ist nicht immer so, aber es kann teilweise bis zu einem halben Jahr dauern, bis man das Geld überhaupt ausgezahlt bekommt. Da eben hier die Kohle nicht so schnell rüberwächst. Man bekommt zwar erstmal die Transaktion bestätigt, aber die Auszahlung dauert halt einfach wahnsinnig lange.
Und das ist natürlich für die Betrüger ein Problem, weil in einem halben Jahr machen die natürlich schon wieder ein komplett anderes Konzept, wenn dieses aktuelle Konzept eben nicht mehr funktioniert. Und ja, dementsprechend nehmen sie die Karten, wo es halt länger dauert, auch einfach gar nicht erst an. Zur Discover-Karte kann ich gar nicht sagen, warum man die nicht benutzt. Ist in Deutschland auch sehr, sehr wenig vertreten, aber die Karte existiert halt eben auch auf dem Markt. Cover-Karte? Nee, Discover. D-I-S-C-O-V-E-R. Haben Sie bis jetzt online was bezahlt mit dieser Karte? Ja. Okay, dann sagen Sie mal die 16-stellige Nummer, wir versuchen einfach. Weil ich war gespannt, normalerweise haben wir mit 6 Nummer nicht mal bis jetzt gehört. Soll ich Ihnen die Nummer sagen, die Kreditkartennummer? Okay, ja, 601, weiter. Ja, die 601, dann die 15677971028 54. Ein Moment kurz, weil ich höre Ihnen 1 gegen 1, müssen Sie die Nummer sagen. 601, ja, 156, weiter? Ja, denn die 7797. 7797, okay. Ja, und dann die 102854. Ich würde Ihnen jetzt buchstabieren, 601. Ja. 5677. Da fehlt noch eine 1, die 601 und dann die 156. Okay. Und dann die 77? Dann 77 da? Ja, und dann die 971? Ja. Und die 02854? Ja. Dann sagen wir die Gültigkeit von Ihrer Kreditkarte. Das ist November 25. November 25, okay. Okay, Sie haben noch eine CVV-Karte von Ihrer Rückseite von der Kreditkarte? Ja, da steht 400. Nochmal? Die 400. 400, genau. Also das war eine Maestro-Karte, ne? Ne, die heißt Discover. Discover? Ne, Discover. Warten Sie mal kurz. Wir warten kurz, was da von unserer Finanzabteilung sagen, dann werde ich Ihnen sofort Bescheid sagen. Einen Moment bitte kurz. Okay. Okay, momentan läuft Ihre Kreditkarte was von unserer Seite, das verstehe ich nicht, wieso. Also normalerweise muss es schon gehen, aber wir würden jetzt wieder von Moonpay weiter versuchen, ne? Soll ich nochmal auf Moonpay gucken? Ja. Soll ich denn da nochmal alles eingeben? Haben Sie vielleicht eine neue Kreditkarte zum Beispiel, eine andere Kreditkarte, zum Beispiel Visa-Kreditkarte? Ja, eine Visa-Karte habe ich auch. Auch? Ja. Okay, dann geben Sie den Visa-Karte zum Beispiel, die Nummer von Ihrer Visa-Karte. Ja, das ist dann die 429-7544-071099 und die 130. Okay, also die Gültigkeit von Ihrer Kreditkarte? 0723. 0723, okay. Hier und die CVV? Da steht 260. 260. Ja. Okay, mal schauen mal kurz. Also Adresse? Von was jetzt? Wo Sie wohnen gerade, die Adresse? Ja, das ist die Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße? 77. Moment, Braunschweiger. 75, ne? Ne, 77. Ah, 77, okay. Also Stadt? Das ist Berlin. Berlin? Ja. Okay. Postleitzahl? Die 12055. Nochmal? 12055. 12005. Ne, 055. Okay. Okay, ein Moment jetzt kurz, bleiben Sie kurz dran. Ja. Also
Also das wissen Sie genau, da müssen Sie einfach, wenn Sie eine App haben, Sie auf Ihre Visa-Karte, müssen Sie einfach nur bestätigen. Einen Moment. Es wird gleich, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ja. Bleiben Sie eine Sekunde bitte dran. Es dauert nicht so viel. Ja. Können Sie bitte Ihre Geburtsdatum sagen? Das ist der 17.07.92. Ein Moment. Sagen Sie nochmal. Der 17.07.92. 92? Ja. Okay. Ein Moment, kurz eine Sekunde, ne? Wir werden jetzt überprüfen, ich glaube, Sie bekommen eine Bestätigung, wenn sobald etwas okay ist, dann wird uns direkt ins System gezeigt. Egal, ob eine Nummer ist Fehler, am Beispiel Adresse, es zeigt direkt. Warten Sie mal eine Sekunde, ich würde ihn jetzt sofort überprüfen. Herr Steiner? Ja. Können Sie mir bitte Ihre Ausweis-Exemplar von beiden Seiten fotografieren, weil der Bankbuch jetzt zum Überprüfen Ihre Ausweis von beiden Seiten und eine Rechnung von den letzten 3 Monaten, wenn möglich ist. Ja, per E-Mail, meinen Sie? Ja, per E-Mail. Haben Sie da keine sichere Methode? Ja, wegen den Ihren Sicherheitsmethode, wegen dem Sicherheits Ihres Gehalts, ne, müssen wir immer Vorsicht haben, wegen den Unterlagen müssen wir immer haben, wegen den Überprüfungen über unseren Bank. Ja, über die Postident-App könnte ich das mit Ihnen machen. Nochmal? Ich sage, über die Postident-App könnte ich das mit Ihnen machen. Also, können okay, warten Sie mal einen Moment. Moment. Weil Sie wissen genau, wenn Sie zum Beispiel, Sie gehen zur Bank, ne? Ja. Oder egal was, Geld zu überweisen, Sie brauchen immer einen Ausweis dazu. Ohne den Ausweis können wir nichts mal überprüfen. Ja, das ist richtig, aber das macht man ja bei der Bank mit Postident. Ja, aber Sie können uns per Mail senden, zum Beispiel. Ja, aber per Weil E-Mail wir brauchen ist ja, jetzt gerade. Per E-Mail ist ja nicht sicher, da fängt ja der Identitätenbetrug quasi an. Nee, das stimmt es nicht. Also Herr Steiner, also wir arbeiten seit 11 Jahren in diesem Bereich. Also jeder Kunde, wo das Interesse hat, ne, er wird alles über unseren Schritte gehen, ne? Also wie gesagt, ohne Ausweis, ohne eine Rechnung können wir nichts mal überprüfen und können wir einfach keine Einzahlung von Ihren Kreditkarten machen. Oder Sie würden das alleine über Mumpay machen. Das müssen Sie einfach alles hochladen, verstehen Sie? Ja, das ist ja richtig. Aber per E-Mail? Also wir brauchen nur Ihren Ausweis. Also wissen Sie genau, wir können gar nichts ohne Ihre Bestätigung wohin was machen. Also heutzutage, es wird sehr viel online gemacht, ne? Aber ohne was Sie zu bestätigen, können wir gar keiner verarschen, Beispiel. Oder was betrügen? Betrügen, man heißt, wenn man jemand sich glaubt, das ist Betrug. Oder hat sich in Augen was verarscht. Und ich habe Ihnen den Regel einfach gezeigt, wird nur professionell gearbeitet. Wegen dem Sicherheits unseren Kunden, wir brauchen immer die Unterlage. Also ich würde sagen, Betrug ist das, was Sie hier gerade machen. Wir machen Betrug? Was für einen Betrug machen wir? Was denken Sie denn? Ja, Sie zocken die Leute ab. Wir zocken keine Kunde einfach. Wo haben Sie das mitbekommen, dass wir die Kunde zocken haben? Ja, Sie wollen zum Beispiel, dass man Geld auf Ihr Bitcoin-Wallet auflädt, was ja schon mal den Betrug quasi darlegt. Wenn ich auf Ihr Bitcoin-Wallet Geld überweisen würde, dann ist das ja niemals meinem Konto zugewiesen und das Geld wäre sofort weg. Also deswegen sage ich Ihnen, bezahlen Sie doch mit einer Kreditkarte dem leichter. Sie können jederzeit Ihr Geld zurückholen. Es ist keines überall, wenn Sie denken, wir haben die Leute abgezogen bis jetzt. Genau, das sagen die anderen Betrüger auch alle am Telefon. Also wir sind keine Betrüger. Wer hat Ihnen gesagt, dass wir eine Betrüger sind? Ja, so wie Sie sich verhalten, das ist definitiv Betrug. Also es fängt ja schon mal damit an, dass bei Ihnen Musik im Hintergrund läuft und das ist grundsätzlich nur bei Betrügern der Fall.
Also bei uns gibt es keine Betrüger, Steiner. Also Sie waren schon bei unserem Plattform, haben Sie schon durchgesehen. Sie können direkt über unseren Plattform einfach einzahlen machen. Mhm. Was haben Sie jetzt überlegt? Würden Sie es weitermachen oder würden Sie was anderes entscheiden? Ja, ich werde bei Betrügern kein Geld einzahlen. Also, Sie wollten einfach nur mit uns spielen. Also, Sie waren der Betrüger, der mit uns gespielt hat. Mhm, also ich habe eine ganze Menge Zeit von Ihnen verplempert. Das ist auf jeden Fall Erfolg genug. Ne? Ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und wieder an. Ja, ich dir nicht. So ein Arschloch wie du finden wir überall. Ja, ja, genau. Ciao. Tschö. Naja, wie immer ein kleines bisschen sauer, dass man seine Zeit verplempert hat. So ist das halt. Ich hoffe, euch hat das neue Video wie immer ein kleines bisschen gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann abonnier doch gern den Kanal und dann bleibst du auch immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.